Es ist eine berufliche Schule, man könnte sagen ein Berufsschulzentrum. Wir haben insgesamt 1400 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende. Circa zwei Drittel sind in Berufsausbildung und ein Drittel macht eine schulische Ausbildung. Durch das Projekt auch eben, durch das, was ich jetzt über ein Jahr schon mache, bin ich auch viel offener auf die französische Kunde. Ja, ich war relativ verschlossen sogar gegenüber Frankreich vor der Ausbildung. Aber dadurch, dass wir auch eben viele Kunden haben, die aus Frankreich kommen, ich bin immer offener jetzt geworden. Avoir fait les cours en France ces trois mois, ça m'a beaucoup aidé parce que bon, même si j'avais des bases, j'avais vraiment besoin de nouveau apprendre l'allemand. Et le fait aussi de faire l'école en Allemagne, je trouve ça aussi super enrichissant au niveau de la langue. Tous les jours on apprend, c'est beaucoup plus intensif que si je faisais l'école uniquement. Là dans la boulangerie, c'est pas du tout la même culture. En France, on a tout ce qui est baguette, ce qui est pain. Ici, il y a quand même beaucoup plus de sortes. Ils ont aussi beaucoup plus axé sur le bio, le sans blé. Je trouve ça vachement intéressant de pouvoir voir les deux côtés. Ce qui serait vraiment intéressant, serait voir dans les boulangeries françaises, les pâtisseries françaises, pouvoir apporter ça un petit peu en Allemagne et vice-versa. Je trouve ça chouette. Das ist eine wunderbare Rückmeldung für uns, über die wir sehr froh sind und auf die wir auch ein Stück stolz sind. Gleichzeitig ist es natürlich so etwas wie ein Mutmacher für die Zukunft.